Hallo allerseits, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht, heute sind wir ausnahmsweise einmal nicht live. Das liegt an verschiedenen Dingen. Zum einen haben wir heute Abend etwas vor, zum anderen wollten wir ja gestern live gehen und alle, die vergeblich auf uns gewartet haben, denen sei herzlich Entschuldigung gesagt. Wir haben irgendwelche komischen technischen Probleme gerade. Wir arbeiten daran und ja, spätestens nach unserem Urlaub werden wir da eine Lösung gefunden haben. Dennoch, wir wollen euch ja nicht das Wochentagesskop vorenthalten, oder Schatz? Nein, guten Morgen auch von mir. Wir haben gestern sehr viel versucht, sehr viel probiert. Wir haben es nicht in Qualität zum Laufen gebracht und wir wollten euch keine Ruckel-Zuckel-Sendung abliefern und darum heute von uns auf diese Art. Ganz genau und ich hoffe ja, dass ihr trotzdem alle einschaltet, während wir das jetzt hier senden, miteinander euch austauscht und kommentiert. Und der Vorteil der Aufzeichnung ist natürlich, dass wir das alles viel besser vorbereiten können und die Shownotes dann auch gefüllt sind mit den Zeitmarken. Also viel Spaß bei unserem aufgezeichneten Wochentagesskop. Ausgezeichneten oder aufgezeichneten? Ausgezeichnet, aufgezeichnet. Ja, wie ihr seht, seht ihr im Hintergrund schon den Spirit Guide liegen, den Roy vorbereitet hat. Gezogen. Ja, gezogen in der Vorbereitung. Er wurde mir zugeworfen. Er stammt aus dem Lifeline Lenorake, wie ich jetzt erst festgestellt habe, nicht Lifeline Lenormand, das Roy und ich vor ungefähr einer Woche vorgestellt haben. Genau. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes von Thomas of Hermit's Mirror. Ihr wisst alle, ich bin ein großer Fan von ihm. Aber bevor wir diesen Spirit Guide enthüllen, werde ich natürlich nochmal kurz etwas zur Astrologie der kommenden Woche sagen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, gestern war ein sehr intensives Mars-Pluto-Quadrat. Ja, vielleicht lag es auch daran, dass wir irgendwie diese technischen Probleme hatten. Das kann gut sein. Mars ganz am Ende des Widders, Pluto rückläufig ganz am Ende des Steinbocks. Und da hat es nochmal ordentlich gerumst. Mars wird diese Woche, und das ist einer der ganz großen Höhepunkte der kommenden Woche, am Dienstag in den Stier wechseln. Ja, das bedeutet, dass die Feuerkraft etwas weniger wird, die Erdkraft nimmt wieder mehr zu und Uranus, der jetzt so ziemlich als einziger Planet noch direktläufig über den Himmel rauscht, der bekommt da ordentlich Unterstützung. Die Stiere bekommen natürlich viel Power. Und das Thema, was will ich mit meinem Leben anfangen, das wird in den kommenden Wochen ein sehr, sehr starkes Thema sein. Gott sei Dank haben wir ja dann Sommerzeit und vielleicht etwas mehr Möglichkeiten, über dieses Thema nachzudenken. Der zweite wichtige Aspekt aus astrologischer Sicht in der kommenden Woche findet auch am Dienstag statt. Da wechselt nämlich auch Merkur das Zeichen. Derzeit hält er sich ja noch in seinem Lieblingszeichen, den Zwillingen, auf, aber am Dienstag wandert er in den Krebs. Gefühlvolle Kommunikation wird dann abgewechselt, beziehungsweise solange Merkur im Zwilling war, war es eher so flirty, quickie und jetzt wird es tiefgreifend, romantisch, gefühlvoll und alle Krebse können sich natürlich auch auf viel Kommunikation freuen. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Dinge der kommenden Woche. Neue Art zu kommunizieren, neue Art, die Dinge anzupacken, nicht schnell leidenschaftlich, sondern ruhiger, gelassener. Und das wird jetzt vielleicht unterstützt vom Spirit Guide, den Rui gezogen hat. Vielleicht auch nicht. Ich bin sehr gespannt, mein Schatz. Ja, für alle, die die Sendung gesehen haben, wo aus dem Rohe ein Roheakel wurde, der Roheakel mit dem Lenoakel, für die, die in der Zwischenzeit ein bisschen auf die Rückseite dieser Karte geschaut haben, das ist mir nämlich bis jetzt auch noch nicht aufgefallen, die vier Elemente ist auf der Rückseite nochmal aufgeführt. Wenn ihr seht, wir haben oben rechts ein Herz, links unten, glaube ich, das musste Big sein, wenn ich das richtig sehe. Dann hat sich's versteckt das Kreuz in der zweiten Reihe, ich glaube, die vierte Position ist das. Und im Moment suche ich noch das Karo. Ich habe es noch nicht gefunden. Ja, also nur, dass ihr seht, es ist auch auf der Rückseite leicht versteckt. Und jetzt schauen wir uns mal den Spirit Guide für die nächsten Tage an. Ja,
Big 7. Hier haben wir, was ich ja vermute, ein Lenormand-Hinweis, nämlich den Brief. Und vielleicht wisst ihr das, im Lenormand sind die Karten mit dem Brief immer ein Hinweis auf geschriebene Nachrichten, auf Nachrichten von Ämtern, auf Dokumentationen und auf geschriebene Sachen. Oder um es aus dem Astrologischen, was Kirsten vorausgeschickt hat, hinzuweisen ist, vielleicht könnt ihr in den nächsten Tagen wieder vermehrt Tagebuch schreiben, vielleicht wieder eure Aufzeichnungen durchgehen, die ihr über eure Tarotkarten-Workshops gemacht habt. Lest einmal wieder quer, überlegt euch, was habt ihr denn mal vor Jahren für Aufzeichnungen gemacht, um da wieder ein bisschen zu überlegen, was hat sich verändert bei euch, seit ihr diese Weiter- oder Ausbildung gemacht habt. Gab es mal etwas, wo ihr als Legung gefunden habt, das müssen wir unbedingt dokumentieren, denn dafür wäre diese Karte ideal. Ja, spannend. Wenn ich noch ergänzen darf, ich finde es natürlich wirklich interessant, dass Merkur das Zeichen wechselt gerade mit Mars. Das macht ja Aktivität und Kommunikation als Thema. Und sind Peak nicht auch den Schwertern zugeordnet? Ich bin nicht sicher. Ich habe mich mit den Skatkarten nie so weit beschäftigt. Ganz früher in meinen Zeiten, wo ich in der Ausbildung war, so mit 15, 16, 17, haben wir im Zug immer Karten gespielt. Allerdings eine österreichische Variante des Schafskopfs, nämlich Schnapsen nennt man das dort. Aber da hatten wir diese, aber wir haben nie darauf geguckt, ist das jetzt Schwert, ist das jetzt Emotion. Wir haben einfach nur geguckt, dass wir genügend auf die 21 kamen. Um dann eben den Gegenüber auszustechen. Aber sonst, ich kann mich nicht erinnern, dass wir da uns um das schon Gedanken gemacht hätten. Stimmt, da spielt man auch mit 21. Genau. Ist ja echt interessant. Ja, darum musste ich jetzt gerade. Das ist mir, habe ich völlig vergessen gehabt. Aha. Ich müsste mal wieder nach den Regeln schauen. Ganz lustig. Ich weiß auch, dass beim Schnapsen das Siebener eine der Karten ist, wo der Gegner zwei nehmen muss. Also der Wagen, man wird schneller, der andere langsamer. Ist auch so eine lustige, wenn man das mit auf Tarot überträgt. Auch noch interessant, eine Wagenenergie, das eben, entspricht natürlich dem Mars. Ja, man wird selber schneller. Also wir haben ja eigentlich in der Karte Mars-Energie und Merkur-Energie, finde ich sehr, sehr schön. Mir ist nur so, die Königin der Schwerter wird gerne mit der Pik-Dame verglichen, deswegen habe ich das, glaube ich, abgespeichert. Stimmt, das könnte sein. Also das luftige Element würde da für mich betont werden. Aber wenn ihr da draußen Skatkarten besser kennt als wir, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir lernen das gerne. Ja, wir lernen da sehr gerne. Also ich kann mich erinnern, vor ungefähr 15 Jahren hatten wir im Verein eine Kollegin, die mit Skatkarten sehr viel gemacht hat, auch ein Buch, glaube ich, darüber geschrieben hat. Und da haben wir immer gesagt, Mensch, das ist ja spannend, dass du, ohne dass du ein Bild siehst, dass du dann auch gleich tolle Beratungen machen kannst. Aber mehr haben wir dann auch in den Jahren danach nie mehr angefasst, weil es eigentlich nicht auf dem Zettel stand. Ne? Ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, wir reisen jetzt mit euch wie üblich durch den Tierkreis. Und dafür nehmen wir im Anschluss an das Lenormand-Makel. Mann, Linorakel, an das Linorakel von Thomas the Hermit, die dazu passenden Lifeline Tarot Karten Color Outside the Lines Edition. Quite a mouthful. Und Roy hat sie schon bereitgelegt. Wir sehen hier diesen Feuersturm auf der Rückseite. Ja, also mich erinnert das auch stark an die DNA-Säule. Mhm. Und wenn es heißt Out of the Line, dann finde ich Out of the Line, hier sehen wir auf der Rückseite sehr eine starke Linie, so wie die verbundenen Freundschaftsbänder. Und am Ende und am Anfang oder am Anfang und am Ende sind diese Bänder offen. Also ich finde das auch sehr spannend, wie das miteinander so verknüpft ist. Ja. Auch wieder hier eine tolle Rückseite, gefällt mir sehr gut. Finde ich toll. Ja, der ist einfach super kreativ, der Thomas. Ja, lass uns durch den Tierkreis reisen. Ich möchte euch natürlich diesmal nicht die Symbole vorenthalten. Letztes Mal lief da ein bisschen was schief. Ach ja, das Schieflaufen ist eine super Sache. Es wird jetzt alles besser, wenn Mars in den Stier geht, ihr werdet sehen. Oh ja. Da ist schon mal das Symbol, die Triangel habe ich auch bereit.
Und es geht an den Widder. Ja, ihr lieben Widder da draußen, ihr seid ja geprägt durch das Thema Ungeduld und das ist total toll, denn ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Noch wenige Tage, eigentlich nur noch heute und morgen, könnt ihr mit der Unterstützung eures Herrschers Mars in eurem Zeichen rechnen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ganz gut, wenn jetzt Mars am Dienstag das Zeichen wechselt. Ihr kommt dann mehr zur Ruhe, ihr könnt die Dinge gründlicher angehen und euch unterlaufen vielleicht nicht so viele Fehler wie in der letzten Zeit. Das Tempo geht raus aus eurem Leben und ja, ihr findet mehr Ruhe. Eine kleine Sommerpause wäre gut für euch. Das ist aus astrologischer Sicht das, was besonders wichtig ist für euch. Und Roy wird das jetzt mal unterstützen mit einer Karte, die er für euch gezogen hat. Ja, liebe Widderinnen und Widders, hier ist eure Karte, der Wagen. Und bevor wir auf die Karte selbst drauf losgehen, Thomas the Hermit hat etwas Spannendes gemacht, das habe ich auch so noch nie auf Karten gesehen. Er hat die Konsonanten rausgenommen. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist im Hebräischen so, dass du die Konsonanten nicht sprichst und er hat sie einfach... Nicht schreibst, nicht. Also sprechen tust du sie, glaube okay. ich. Okay, irgendetwas ist, wir sehen, das ist wie mit den Karten, über die wir vorher gesprochen haben. Wir haben keine Ahnung, ganz einfach, wir haben keine Ahnung. Aber wir haben hier den Wagen, der Chariot und wir haben die 7. Und ich finde auch hier sehr... schön dargestellt, ohne Schnickschnack, kein Hintergrund, der uns irgendeinen Aufschluss gibt, sondern wir werden darauf gedrillt, wir werden darauf hingewiesen, nur das zu sehen, was wichtig ist. Und wichtig ist bei der Nummer 7 der Aufbruch. Und zwar der Aufbruch diesmal, was vielleicht den Widder so nicht ganz gefällt, der Aufbruch zur Langsamkeit. Denn jeder sagt, ja, der Wagen, Geschwindigkeit. Aber wenn wir ganz genau bei Wade gucken, die beiden Sphinx, die sind in Ruheposition. Die haben doch gar keine Lust, loszugehen. Und es gibt ganz wenig Kartendecks, wo der Wagen mit Rauschenden und Reisenden ist. Auch zum Beispiel bei Röhrig ist der Rennwagen stehen. Also immer ein Hinweis des Sammelns, ein Hinweis des, macht euch mal bewusst, welche Energien ihr wirklich habt und wie ihr die vielleicht in den nächsten Monaten einsetzen könnt, nicht in der nächsten Woche. Denn das könnte ein wichtiger Hinweis für den Sommer sein. Ja, vielleicht ist es auch wirklich, wenn ich jetzt mal an Mars im Stier denke, die Möglichkeit, die Dinge anzugehen mit einem Plan und Konzept. Stimmt. Ohne, dass Stimmt. ich wie ein Blöder lospresche mhm. immer. Und der Wagen, der arbeitet ja auch Kraft seiner Gedanken mhm. durch Visualisierung. Ja. Und das passt wieder zu Merkur im Krebs, der ja. jetzt da eintritt. Lustig, man sagt ja, der Widder prescht durch die Hauswand, obwohl er die Tür nehmen könnte. Ja, und das wäre so ein Hinweis. Ja, dies waren unsere entschleunigenden Worte für alle im Tierkreiszeichen Wiedergeborenen. Entschleunigt ist gut. Nochmal zu dieser Schrift, die du da genannt hast. Also das liegt, glaube ich, daran, dass Thomas versucht hat, das heißt ja Lifeline-Tarot, immer alles mit einem Zug zu machen. Und da war es wahrscheinlich schwieriger, mit den Konsonanten genau, zu arbeiten. Ja. Aber es sieht trotzdem toll aus. Und ich habe das so noch nie gesehen. Und ich finde es eine sehr gute Umsetzung. Ja. Gefällt mir, weil du bist wieder darauf fokussiert, mehr hinzusehen. Ganz genau. Gut. Dann, wo ist meine Triangel, kommt eines der Stars dieser Woche an die Reihe, der liebe Stier. Im Weiblichen wäre es ja eigentlich die Kuh, ne? Aber wir können natürlich auch gerne Stierin sagen. Ja, lieber Stier da draußen, für dich wird es spannend, wenn Mars am Dienstag in dein Zeichen tritt. Uranus, der dich ja schon ziemlich lange, seit 2018 auf jeden Fall aufmöbelt, ja, der kriegt jetzt nochmal ordentlich Energie und hilft dir, Dinge umzusetzen, die lange liegen geblieben sind. Mars war zum letzten Mal Anfang 2020 im Stier. Ich kann mir das sehr gut merken, weil er am 6. Januar 2021 in den Stier gegangen ist. Ihr wisst, was am 6. Januar 2021 los war. Capital und so weiter. Also das hat einen ganz schönen Umf
und achtet doch mal darauf, was für euch jetzt passieren wird. Moment, das stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Mars ist direktläufig geworden zu diesem Zeitpunkt am 6. Januar. Vergisst, was ich gesagt habe und hört zu, was ich jetzt sage. Ganz wichtig, hört jetzt also, zu. Mars hilft euch jetzt, Dinge umzusetzen, besser als bisher in die Kraft zu kommen. Er unterstützt Langzeitprojekte, die ihr jetzt anschieben wollt. Und vielleicht kann Rui das mit der Karte, die er gezogen hat, noch zusätzlich ausführen. Er schiebt an, was man lange schon geplant hat, sagst du. Ja. Ja, und dann schauen wir, ich bin immer noch so fasziniert von dieser Rückseite. Die ist toll, ne? So, hey. Was steht an, liebe Stierinnen und Stiere? In der nächsten Woche, ja, seid ihr vielleicht dahin aufgefordert, wie auch schon der Widder im vorgehenden Tierkreiszeichen, euch nochmal zu sammeln. Und ich finde es hier sehr, sehr gut gemacht, diese drei der Schwerter. Wir haben kein Herz, wir haben kein blutendes Teil. Es sieht eher aus wie ein Schloss. Also für mich war die erste Assoziation, wie ich jetzt die Karte umgedreht habe, die drei Schwerter stecken in einem Schloss und nicht in einem Herzen und sind so aufgefordert, alle unsere Gedanken nochmal zu zentrieren, nochmal in sich zu gehen und nochmal zu überlegen, wie viel Gedankenkraft haben wir zusätzlich, um auch wieder in der nächsten Woche so diesen Schwung zu nutzen, um dann mit noch mehr Power in den Sommer reinzuhauen, in die Ferien reinzuhauen, in den Urlaub zu gehen. Also ich glaube, hier ist die Aufforderung der Karten an uns alle, hey, geht mal her, denkt darüber nach, wo sind noch Dinge, die wir lange vor uns hergeschoben haben, die wir in uns gebrütet haben und jetzt Strategie nochmal und dann haben wir raus. So ist für mich diese Aufforderung für alle in diesem Tierkreiszeichen Geborenen. Das Herz hängt ja über deinem Kopf heute. Heute hängt das Herz über meinem Stirnchakra. Ja. Herz über Kopf im wahrsten Sinne des Wortes. Herz über Kopf, Hubi. Und ja, finde ich sehr schön, was du gesagt hast. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Herz sein soll, aber ich denke auch, es sieht mehr wie so ein Diamant oder ein Schloss aus. Hast recht, es ist eigentlich eine tolle Sache, dass das nicht so fokussiert wird als riesengroßes Herz, sondern eher so als kleines dargestellt wird. Ein bisschen wie bei Crawley, ne? Wenn wir kennen das ja sonst, wo das Herz oft auch dargestellt ist, wie es in der Medizin, also in uns drinnen selber aussieht. Und hast du nicht gesehen. Und hier werden wir fokussiert, dass es um unsere Gedanken geht. Spannend. Unsere nachdenklichen Worte für alle in diesen Tierkreiszeichen Geborenen. Wir wünschen euch viel Bereicherndes. Sehr schön. Ja, das bringt uns zu den Zwillingen. Und ihr, liebe Zwillinge, ihr müsst eure Taschentücher rausholen, denn ihr müsst euch von eurem Herrscher, Götterboten Merkur verabschieden. Er reist am Dienstag weiter in den Krebs. Ja, Merkur selbst ist auch ein bisschen traurig, aber den Krebs, den hat er auch ziemlich gerne. Von daher alles gut. Für euch bedeutet das, dass ihr weiterhin nur noch mit der Liebesgöttin Venus zu tun habt. Das ist ja auch nicht das Schlechteste, ne? Ihr habt weiter die Möglichkeit, mit euch selbst gut in Kontakt zu kommen, um die Selbstliebe zu pflegen, aber auch mit lieben Menschen euch zu vernetzen und mit den Menschen, die nicht so lieb zu euch sind, mal ja, ein bisschen aufzuräumen und die aus eurem Leben liebevoll zu entlassen. Das ist etwas, was ich euch astrologisch mitgeben kann. Rui zeigt uns jetzt, welche Karte euch in der kommenden Woche unterstützen wird. Ja, es geht weiter mit der Gedanken. Und ich, was hat Kirsten gerade gesagt? Ihr seid aufgefordert, euch von Menschen zu entfreunden, die euch vielleicht nicht mehr so nahe stehen. Hier haben wir die 4. Die 4 heißt eigentlich Waffenruhe. Das ist so diese Überschrift, die wir aus dem Golden Dawn her kennen. Und vielleicht ist es wirklich das Thema, ihr seht schon, diese 4 Schwerter sind miteinander verbunden. Zuerst mit einem roten Faden, dann wahrscheinlich mit einem kleinen gelben und schlussendlich mit einem großen, langen grünen. Da ist nichts mit Herz, da ist nichts mit Schmerz, sondern hier geht es darum, dass man hergeht und sich überlegt,
wie bin ich in Zukunft strategisch aufgestellt in meinen Freundeskreis? Und vielleicht hilft euch das, liebe Jungfrau Geborenen, dass ihr jetzt euch für die Zukunft neu vernetzt. Ja, ich finde, das passt auch ganz schön, dass Merkur jetzt das Zeichen wechselt, ne? Also die Kommunikation wird ruhiger sozusagen. Bisher haben wir eigentlich lauter Karten, die sagen, ein bisschen vom Gas gehen. Entspannung, ja. Ne? Ja, und das passt ja auch sehr gut dazu. Hier in Hamburg bekommen wir jetzt ja Ferien. In Schleswig-Holstein sind schon Ferien. So langsam beginnt die Ferienzeit. Hoffen wir, dass wir sie alle ein wenig genießen können. Ja, das Schnelle ist ja durch die Schlagermove, geht ja heute zum Glück zu Ende, ja. Zu unserer großen Trauer. Das war jetzt sarkastisch. Ja, schließen wir ab. Das waren unsere vielleicht nachdenklichen oder nachdenklicheren Worte für alle im Zeichen der Zwillinggeborenen. Kommen wir zum Geburtstagskind. Lieber Krebs, du hast immer noch deine Geburtstagszeit und die beschenkt dich reich aus astrologischer Sicht. Nicht nur, dass du letzte Woche einen tollen Krebs-Neumond hattest, nein, nun ist auch noch Merkur in dein Zeichen gereicht und hilft dir besonders gut dabei, wenn du etwas visualisieren möchtest, wenn du die Dinge die du gerne haben möchtest, dir vorstellst, anstatt ständig darüber zu reden. Magisches Denken ist da so ein bisschen das Thema. Merkur im Krebs hilft dir außerdem beim Flirten, beim Kontakten, dabei dich besser in Szene zu setzen als bisher. Geh raus, ist nicht immer ganz so dein Ding, aber geh jetzt raus, sprich mit Leuten, lerne neue Menschen kennen, vernetze dich. Das ist die Aufforderung für deine kommende Woche. Und Rui zeigt uns dazu wieder eine interessante Karte, da bin ich sicher. Ui! Also nur vorab, es gibt kein Happy Birthday von uns, keine Angst. Aber wir haben hier die Karte, die euch, liebe, im Zeichen des Krebsgeborenen, dahin bringt, dass ihr die nächste Phase, und da glaube ich, da können wir schon ein bisschen weiterhauen, als wie nur die nächsten 7 Tage, dass ihr das genießt, dass ihr hier eure Kraft mal rauszeigt. Und auch hier wieder, so schön, wir sehen nur das, was wichtig ist. Wir werden nicht abgelenkt von irgendwelchen Hintergründen. Wir sehen unsere Elemente, die am Tisch liegen. Wir sehen den Magier mit seinem Unendlichkeitsschlaufe über dem Kronenchakra und wir sehen auch die Möglichkeit des Verbindenden von oben nach unten und da solltet ihr, liebe im Zeichen des Krebsgeborenen, endlich mal auch sagen, ich getraue mich nicht nur ganz hinten zu stehen und klein und oh ja ja ja, sondern geht raus, macht euch stark, macht euch groß, das habt ihr verdient. Ihr werdet sehen, das ist eine ganz andere Energie, die sich auch mal lohnt, dies zu erleben. Ja, sehr spannend. Und dies waren unsere powergebenden Worte für die Geburtstagskinder, nämlich alle, die im Tierkreiszeichen Krebs geboren sind. Ganz genau. Nun kommt der Löwe an die Reihe. Ja, lieber Löwe, für dich steht in der kommenden Woche astrologisch nicht so viel an. Du wirst es vielleicht spüren, wenn Mars am Dienstag das Zeichen wechselt. Solange er im Widder war, hat er dich ja auch ziemlich getrieben. Allerdings auf eine positive Art und Weise sollte das geschehen sein. Jetzt wird es ruhiger in deinem Leben. Von außen bekommst du nicht mehr so viel Kicks, etwas tun zu dürfen oder zu müssen. Und auch du solltest die Erlaubnis haben, in der kommenden Woche eine etwas ruhigere Kugel zu schieben. Von daher bin ich sehr gespannt, welche Karte Rui dazu gezogen hat. Ja, und hier kommt sie, liebe Löwegeborenen. Bam! Na, ich habe fast das Gefühl, dass Kirsten da eine Intuition hat und merkt, dass hier ein Hinweis ist auf euer in eurer Kraft liegenden, wachsende
weibliche Energie vorherrscht. Und dieses Wachsende ist auch schön gezeichnet durch das jetzt mal clever und sehr prominent dargestellte Kaninchen im Vordergrund. Ne? Also dieser Hase, der zeigt uns, der weist uns darauf hin, nicht nur wie die Münze bei der Königin der Münzen, dass es hier auf Wachstum und Gedeihen und Weiterkommen und auch unsere Energie weitergeben geht, sondern es geht auch darum, sich zu erlauben, groß zu werden. Nun, das Großwerden braucht der Löwe gar nicht, das weiß er von sich selbst. Aber hier geht es nicht um das aggressive Wachstum, sondern um das, und das klingt ein bisschen komisch, destruktive Wachstum, nämlich im Kleinen, im Verborgenen sich weiterzuentwickeln, um da zu wachsen. Vielleicht, ich kenne mich ja astrologisch weniger gut aus, vielleicht gibt es da noch eine Erklärung für. Aber ich finde, liebe Löwegeborenen, vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, mal sich hinzusetzen wie die Königin und sich zu freuen, was man alles hat und was man mit dem, was man hat, vielleicht noch auf eine kleine, feine, zierliche Art größer zu werden. Ja, das Einzige, was mir astrologisch dazu einfällt, ist, dass Saturn auf der anderen Seite des Tierkreises im Wassermann rückläufig ist. Und Saturn hat ja immer was mit, das habe ich, da bin ich gereift zu tun. Wenn er rückläufig ist, sollen wir uns vielleicht darauf besinnen, was wir wirklich gut können, was wir schon gelernt haben. Ja, und das könnte von anderen an uns herangetragen werden dann in diesem Falle. Ja, das wäre vielleicht so ein Hinweis, dass die Löwegeborenen hier den Impuls bekommen, zu sagen, ich muss gar nicht immer der Number One sein. Es reicht, wenn ich der 1,5er bin, um auch hier wieder meine Impulse zu geben. Das wäre vielleicht so der Punkt, den ich mir vorstellen könnte. Ne? Ja. So, liebe Löwegeborenen, unsere liebevollen vorgetragenen Worte für euch und die kommenden Tage. Sehr schön. Damit sind wir bei der Jungfrau gelandet und liebe Jungfrauen, für euch ist es immer interessant, wenn Merkur das Zeichen wechselt. Jetzt war er lange in den Zwillingen, wo er ja neben eurem Zeichen auch regiert. Nun geht er in den Krebs und für euch ist das nicht unangenehm. Ihr seid mit dem Krebs nicht in Feindschaft. Er unterstützt euch jetzt besonders gut dabei, wenn ihr Dinge mehr im Flow erledigen wollt, als dadurch, dass ihr zum Besen greift. Auch für euch bedeutet das ein wenig Entspannung. Und wenn Mars jetzt außerdem in den Stier reist, bekommt ihr auch ordentlich Power, die dann aber vielleicht in einer Form ausgelebt wird, dass ihr nicht hauruck Dinge tut, sondern gelassen und easy durch die nächste Woche schwebt. Das wäre euch jedenfalls zu wünschen. Und Rui illustriert das jetzt gleich mal mit einer Karte. Von Robert Hermit. So. Ah. Guckt mal, 9 Kelche. Also ist gar nicht so weit weg, dass man dieses Genießen, dieses Annehmen, dieses Feiernde mitmacht. Und auch hier wieder in einer Linie. Man kann sich richtig sehen, wie der Künstler hier mit einem Pinselstrich von rechts unten nach rechts oben gekommen ist. So wie man früher diese Zeichenblöcke mit den Zahlen hatten, wo man sie nur verbinden musste und dann gab es ein Bild draus. Also von daher gesehen eine sehr schöne Darstellung, gefällt mir sehr gut, von 9 Kelchen. Und das, was wichtig ist, hat er koloriert. Nämlich das Emotionale, die Hinwendung für alle Jungfraugeborenen, dass ihr diesmal in den kommenden Stunden, Tagen und in der kommenden Woche euch dahingehend feiern dürft oder mit den Menschen feiern dürft, die euch wichtig und die es auch verdient haben und dass ihr es euch gut gehen lässt. Ohne immer wieder zu überlegen, wo wäre noch etwas zu schmirgeln, biegeln, putzen, polieren, sondern dass man wirklich hergeht und sagt, jetzt ist Feierstunde. Ja, finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung. Ja, das waren unsere feiernden Worte für die Jungfrauen.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt ziemlichen Durst Oh ja. und ich werde jetzt einfach mal was trinken. Ja. Cheers. Hooray. Ich glaube, wir müssen auch hier in den Studioräumen mal eine Klimaanlage einbauen lassen, denn sonst geht uns hier im Sommer die Puste aus. Ja, das ist wirklich wahr. Mal mit den Vermietern, mit den Vermietenden reden. Mit den Vermietenden. Oh Gott. Ja, dann lass uns einfach weitermachen. Denn nun kommt die liebe Waage an die Reihe. Und für dich, liebe Waage, ist es natürlich auch interessant, wenn Mars den Widder verlässt. Widder ist ja dein Gegenzeichen. Vielleicht hast du in der letzten Zeit ziemlich viel Gegenwind erhalten oder wurdest ständig angegraben. Ist ja auch manchmal nicht so angenehm. Nun, wenn Mars am Dienstag in den Stier geht, da wird es ruhiger für dich. Ihr seht, alle Zeichen kriegen jetzt langsam so ein wenig, ein bisschen Entschleunigung. Auch dass Merkur in den Krebs geht, ist gar nicht so schlecht für dich. Für dich bedeutet das zwar, dass Menschen ein bisschen mehr mit Kommunikation auf dich zukommen. Ja, das kann angenehme Kommunikation sein, das kann auch etwas herausfordernde Kommunikation sein, aber es bringt dich zum Nachdenken, gibt dir Futter für deine Intellektualität und das ist ja etwas, was du sehr, sehr gerne hast. Von daher bin ich sehr gespannt, was Roy dir für eine Karte zugekiest hat. Ja, hier ist sie. Ui. Wir haben es jetzt mit acht Kelchen zu tun. Acht der Kelche ist ja immer so die Karte. Ich bin mir bewusst, dass ich noch mehr möchte an dieser Emotion und ich werde es so lange keine Ruhe geben, bis ich es gefunden habe. Und ich gehe, und wenn ich bis ans Ende der Welt gehen muss, also dort, wo früher die Menschen dachten, dass die Scheibe aufhört und man runterfällt und dann, wenn man Glück hat, beim Mond ankommt. Und hier, anders als wie wir es vorher gesehen haben, sind die Kelche noch nicht illustriert dargestellt, sondern nur leicht verschattet. Also einige haben schon ein bisschen Farbe, die anderen benötigen sie noch. Wir erinnern uns, bei den neuen war es dann schon ein bisschen anders. Ich zeige es nochmal. Ja, hier haben wir als Gegenpol die 9 und hier bei den 8, da fehlt noch etwas. Und das, was fehlt, das solltet ihr euch so in eurer Gedankenwelt mal überlegen, wo könntet ihr noch emotional dazu bekommen? Wo könntet ihr noch etwas finden, was eurer Emotion noch fehlt? Ja, auch gerade wenn jetzt so viel von außen auf euch eingeprasselt ist, ne, macht es Sinn, sich zurückzuziehen und erstmal für euch selbst herauszufinden, was ihr eigentlich wirklich wollt. Das ist auch eine schöne Urlaubskarte, ne? Wandern am Watt oder so. Ja, auch so ein sich zurückziehen irgendwo in eine ruhige Hütte oder an einen kleinen Teich oder Tümpel und einfach nur sein und eben die Eindrücke auf sich einprasseln oder für sich einsaugen. Das, denke ich, wäre so eine Möglichkeit. Sehr schön. Unsere emotional geladenen Worte für alle, die im Tierkreiszeichen Waage geboren sind. Und damit sind wir beim Skorpion angekommen. Liebe Skorpione da draußen. Ja, wenn Mars jetzt in euer Gegenzeichen Stier eintritt, dann bringt das auch in euer Leben Bewegung. Von außen, ähnlich wie das eben bei der Waage der Fall war, können ja Menschen an euch herantreten, die etwas von euch wollen. Das kann sehr schön sein, sehr flirtig. Das kann auch ein bisschen anstrengend sein, wenn ihr nicht so scharf auf diese Leute seid. Aber es kommt Bewegung in euer Leben. Ihr hattet ja in den letzten Wochen, ich erinnere mich, immer wieder Karten, die gesagt haben, geh in die Tiefe, lass los. Und jetzt schauen wir mal, welche Karte das illustriert, was daraus für euch geworden ist. Ja, wenn Oh. ihr, liebe Skorpion und Innen, das wirklich getan habt, dann könnt ihr jetzt sagen, die Sache ist rund. Wir haben mehrmals an unsere Grenzen geklopft, was für unser Skorpion ja nicht so schwierig ist. Wir haben mehrmals die Grenzen überschritten,
was wir als Skorpion ja perfekt können. Und wir haben uns vielleicht das eine oder andere Mal eine blutige Nase geholt, was vielleicht für den Skorpion nicht so typisch ist. Nämlich, dass er das dann auch für sich reflektiert. Und jetzt könnt ihr euer Reflektieren nutzen, dass ihr sagt, yes, wir haben alles in uns aufgesogen, wir haben uns auch überlegt, ob die eine oder andere Sache nicht veränderbar ist. Und jetzt ist es rund, jetzt dürfen wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, sauber, jetzt geht's los. Wir haben emotional alles gegeben, wir haben emotional alles richtig gemacht, unbewusst. Und jetzt dürfen wir uns feiern dafür. Sehr, sehr schön. Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Dann waren dies unsere aufmunternden Worte für die tapferen Skorpione und Ihnen. Liebe Schütze, als Feuerzeichen ist es für dich natürlich auch wichtig, wenn Mars den Widder verlässt, um in den Stier zu gehen. Aber ihr seht es schon am Versprecher, Jupiter, euer Planet, der bleibt ja noch weiterhin im Widder und hilft dir bei allen Dingen, an die du glaubst, an die du gerne in deinem Leben umsetzen möchtest, da noch weiter dran zu arbeiten. Und dabei unterstützt dich jetzt Mars im Stier sogar noch, denn diese Pläne sind nicht mehr so schnell und irgendwie werde ich das schon machen, sondern sie werden konkret, gut durchdacht und ihr könnt sie langsamer angehen. Das könnte eine sehr interessante Woche dadurch für euch werden und Rui zeigt euch die passende Karte dazu. Oh. Das Ass der Stäbe, Feuerenergie. Ja, man sagt immer so, die Asse, die haben so diesen Power und diesen Pang. Ja, das ist richtig, aber sie haben auch etwas, was gegen diese Aussage spricht, nämlich sie sind die erste Karte. Und vielleicht als Autofahrer ist euch das bewusst, man steht an der roten Ampel, die Ampel schaltet auf grün, dann heißt es noch lange nicht, dass man wie in der Formel 1 die in der ersten Reihe gleich lospressen, denn oft fehlt uns nicht nur der Motor, sondern auch das dazugehörige Hochleistungskraftstoffmittel. Und darum ist das Ass immer wohl der Start, aber nie sofort die 100%. Die 100% kommen im Laufe der Zahlen bis 10, aber bei der 1 ist es immer so, dieser Startimpuls, der macht das Ganze interessant für den im Tierkreiszeichen Schütze Geborenen und der macht auch den Hinweis, wir haben das Element Feuer. Und wenn wir das uns erlauben, nochmals in Zusammenhang zu bringen, was wir sowieso schon an Energie haben, dann haben wir hier eine wunderbare Kombination, die uns hilft, Gas zu geben, aber mit den nachhaltigen und verständnisvollen Energie und nicht sofort das Pedal durchzutreten, sondern den Motor, wie heißt es so schön, langsam kommen zu lassen. Ja, es passt auch zu dieser Durchstarterenergie, ja, die astrologisch wahrzunehmen ist. Sieht gut aus für euch. Ja. Und für mich sind die Assen immer das, es kommt, aber nicht so, jetzt ist es da. Also dieses, es ist da, das sind andere Karten. Und in diesem Sinn, die kraftvollen Worte für die im Tierkreiszeichen Schütze Geborenen. Sehr schön. Damit sind wir beim Steinbock angelangt und liebe Steinböcke da draußen, ja, für euch ist es natürlich interessant, dass die Sonne durch den Krebs euer Gegenzeichen läuft, dass jetzt auch Merkur am Dienstag in den Krebs eintritt. Ja, vielleicht bringt das die Kommunikation in eurem Leben durcheinander, vielleicht werdet ihr angesprochen, wieder das Thema, was wir jetzt schon öfter hatten, von Menschen, auf die ihr nicht so viel Lust habt. Aber vielleicht werdet ihr auch angeflirtet von Leuten, wo ihr schon richtig lange drauf wartet. Das könnte sehr interessant für euch sein. Pluto ist ja in eurem Zeichen rückläufig. Überlegt nochmal, was so sich gestern ereignet hat in eurem Leben zum Thema Schwierigkeiten, als Mars auf Pluto in eurem Zeichen getroffen ist. Wo seid ihr angeeckt? Wo ist euch die Hutschnur geplatzt, sagt man das? Ja. Und
Das könnten wichtige Infos für euch sein, die in den nächsten Wochen nochmal Bedeutung für euch haben. Rohe wird uns zeigen, was die Karten für euch in der kommenden Woche bereithalten. Hutschnur gerissen, glaube ich. Gerissen, ne? Genau. Ja, liebe Steinböckinnen und Steinböcke, eure Karte. Danach, na, was hat Kirsten gerade gesagt? Ihr habt die Möglichkeit, euch zu entscheiden, wer flirtet mich an, gehe ich mit dem mit? Genieße ich die Anwesenheit, die Aufmerksamkeit, die mir zuteil wird, oder lasse ich es sein? Es liegt völlig in mir, ich habe alle Freiheiten, die ich möchte, ich darf alles tun und lassen, was mir gut tut und was mir weniger gut tut. Und ich kann in dem Moment unbewusst eine Entscheidung herbeiführen, die ich im Moment intellektuell noch gar nicht so wahrnehme. Und das finde ich doch einen schönen Moment, denn so machen Entscheidungen auch Spaß. Er hat ihr eine rote Rose ihm gemalt, ne? Ja, ja. Und das Säckchen ist aber immer noch blau. Ja. Nee, es ist sehr, sehr hübsche Karten, wie ich finde. Und? Es hat auch so ein bisschen was von der Nabelschnur, ne? Als ja, aber so, wir sind nicht ganz sicher, was das da unten ist, ob das ein plattgetretener Hund ist oder was jetzt modern ist, Tiere, die eher an Rollmöpse und sonstiges Kleingetier erinnern, an Hunden. Na gut, der Dackel ist ja noch von da gesehen intellektuell, der macht nicht alles mit, aber es ist nicht ganz klar, was das in der Basis der Karte ist. Wir werden es rausfinden. Aber zurück zu uns, zurück zu den Steinböckinnen und Steinböcken, denn dies waren unsere auf eure tolle Woche hinweisenden Worte. Ganz genau. Wir hatten jetzt bisher den Wagen beim Widder, den, was hatten wir bei den Krebsen? Die Nummer 1. Den Magier und jetzt da oben den Narren an drei kardinalen Punkten, an drei Achsenpunkten auf jeden Fall immer ein großes Arkanum, nur bei der Waage nicht, auch ganz interessant. Ja, dann schauen wir, wie es weitergeht. Der Wassermann kommt an die Reihe. Und liebe Wassermänner, ich habe es schon erwähnt, Saturn läuft rückläufig jetzt gerade durch euer Zeichen. Die Dinge, die ihr umsetzen wollt, verlangsamen sich vielleicht. Es wird aber auch gründlicher für euch. Wenn Merkur, der ja gut mit euch zusammenarbeitet, jetzt in den Krebs reist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Visualisieren euch weiterbringt als viele, viele, viele Worte. Das sollte euch unterstützen in der nächsten Zeit. Und ansonsten ist ja nicht viel weiter etwas zu sagen, außer dass Mars, wenn er in den Stier geht, natürlich euren Planeten Uranus nochmal ankickt, der jetzt ja auch schon sehr lange durch den Stier läuft. Für euch könnte es sein, dass ihr ein bisschen mehr Ungeduld wieder verspürt. Aber bitte geht die Dinge weiter langsam an. Und Rohe zeigt euch, wie ihr das am besten tut. Sehr schön. Geht die Dinge langsam an, liebe Wasserfrauen und Wassermänner. Und welche Karte wäre denn da besser als wie diese? Ja? Denn für mich ist der Hanged Man immer der Punkt in der großen Arkana, der uns sagt, setz dich mal hin, schau, was Sache ist, genieße den Augenblick, auch wenn es völlige Passivität vielleicht den Wassermann-Geborenen nicht so entspricht, aber erlaub dir einfach nichts zu tun. Erlaub dir einfach die Sache anzunehmen und, jetzt kommt's, zu genießen. Denn in dieser Genussphase habt ihr vielleicht dann die Chance, für die kommenden Projekte, für die kommenden Ideen, für die kommenden Aufgaben genau wieder den Elan zu finden, um weiter Power zu haben. Und darum finde ich diese Karte genau richtig. Ich kann ja auch immer gar nicht mehr aufhören, an dieses Schwingen zu denken, was uns ja, genau. Neil Orange beim, das ist schon wieder 14 Tage her, ne, beim Treffen gesagt hat, des Tarotverbandes. Ich finde das eine ganz tolle Idee, dass man wirklich in Bewegung kommen muss von alleine, ins Vibrieren kommen muss und dann lösen sich
die Dinge auf. Man ist wirklich in so einer Stagnation. Wobei, es ist halt immer die Frage, wie fest ist das Tau? Und du erinnerst dich an das Deck, wo der Hängende das Tau selber in der Hand hat. Mhm. Da hatten wir eins in den letzten Monaten, da hatte er die Chance zu sagen, nee, jetzt lasse ich mich runterfallen. Ja. Ich habe es nämlich selber in der Hand. Ne? Wie der allein kletternde Bergsteiger, der sich ja immer auch selber sichern muss. Ja? Und von daher gesehen, das wäre für die Wassermann-Geborenen die Karte für die kommende Woche. Und mit diesen ruhigen, entschleunigenden Worten entlassen wir euch in eure Woche. Ja, es sind wirklich sehr viele entschleunigende Karten. Ja. Und bisher bist du beim Schützen, ne? Da hatten wir das Ass der Stäbe, genau. Und beim Steinbock den Narren. Also alle anderen Zeichen schieben eher eine ruhige Kugel. Viel, viel Kelche heute auch. Ja. Und dann heißt es jetzt Endspurt. Liebe Iris, wir denken an dich und Rui wird sicher eine gute Karte für dich ziehen. Hoffe es. Nicht, dass mich dein Ungemach verfolgt. Ja, liebe Iris, hätte ich jetzt fast gesagt, liebe Fische, für uns verändert sich gerade auch nicht so viel. Neptun ist weiter jetzt langsam wirklich ziemlich rückläufig, noch ein wenig stationär bei uns unterwegs. Alle anderen Planeten haben unser Zeichen verlassen. Wir haben die Erlaubnis, in die Dreamtime abzusteigen. Der Krebs-Neumond letzte Woche, der könnte einiges in uns hochgeholt haben, was mit Veränderung zu tun hat, mit Loslösen von Verstrickungen emotionaler Natur. Und jetzt heißt es, sich vielleicht in der kommenden Woche etwas treiben lassen und nicht auf Biegen und Brechen versuchen, live zu gehen. Wäre so eine Sache, die mir dazu einfällt. Oh ja. Und du, lieber Roe, wirst uns jetzt mal zeigen, was die Karten uns raten. Nur kein Druck, ne? So, liebe Fischinnen und Fischegeborene, hier ist unsere Karte. Na gut, treiben lassen. Moment. So wie die Asse nie sofort 180% unserer Kraft erfordern, so ist auch beim Ritter nicht immer 180%, sondern der Ritter galoppiert wohl in seiner Energie, in seiner Kraft, in seinem Feuerelement, aber anders als wie der Ritter der Schwerter ist er nicht in einer stürmenden, sondern in einer sich fortbewegenden Position. Das wird immer ganz gern unterschätzt, denn es ist ein Unterschied, ob ich stürme, da bin ich gefeit, dass mich ein Hindernis abwirft, aber beim Galoppieren ist die Chance, dass ich vorausschauend das Pferd lenke, größer, denn da sehe ich, oh, da kommt ein Ast, oh, da kommt ein Stein, oh, da kommt eine Senke und da kann ich etwas dagegen tun. Der hier Reitende hat noch etwas anderes. Er hat nämlich die Zügel nur in seiner rechten Hand. Das heißt, er erlaubt dem Pferd eine gewisse Freiheit, dass er durch seinen Intellekt leitet. Entschuldigung, seiner linken Hand, völliger Quatsch. Er lässt das Pferd intuitiv Freiraum und mit seiner rechten Hand hält er den Stab, um zu zeigen, das ist meine Feuerkraft. Und somit gibt er dem Pferd die Chance, die Geschwindigkeit selbst einzuteilen. Er forciert es nicht durch Bewegung der Zügel und er ist voll in seinem Flow. Würde er in einer aggressiven Funktion sein, wäre das Visier unten, er hat das Visier oben, er ist feurig, aber nicht aggressiv unterwegs. Und da kommen wir dann wieder zu dem, was du gesagt hast. Er hat die Chance, dorthin zu kommen, wo er hin will, indem er nämlich sein Feuer lenkt. Und zwar intuitiv lenkt und nicht aggressiv. Und somit stimmt für mich die Karte wieder. Ja, sie hat eine Geschwindigkeit, aber nicht zielgerichtet, nicht ganz mit dieser intellektuellen Kraft, sondern Feuer. Und für mich ist Feuer immer auch ein Thema des Herzens. Ja, spannend. Mir gefällt die Karte gut. Ich kann mich damit gut identifizieren. Ich bin ja eher ein feuriger Fisch als ein Lama-Fisch. ein sich treiben lassender Fisch. Ich denke sehr viel über die Fische nach. So, und bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, werde ich dich bitten, die magischen Abschlussworte für die Fische zu reden.
Dies waren die impulsiven Worte für alle im Tierkreiszeichen der liebevollen Fische geborenen. Und das bedeutet nun für uns rechnen den letzten Teil des Wochentaroskops. Natürlich werden wir jetzt die Quintessenz errechnen und ich greife zu meinem Taschenrechner, damit wir auch wirklich keinen Fehler machen. Ja, wir haben nämlich wieder... Wir sind ja nicht live und können nicht von euch korrigiert werden. Ja, und wir haben wieder, na, es geht um Aufschreiben, Kirsten. Ja, ich bin dabei. Fische 0, Wassermann 12, 0, ja. 1, 13, 10, 23, 8, 31, 9, 40, 1, 41, 4, 45, 3, 48, 7, 55, 0. Ah, die 55. Das ist eine schöne Karte. Ne? Ich suche sie zusammen mal schnell mit dir raus. Wahrscheinlich hast du sie. Ich sehe sie nicht bei mir. Nee, ich scheine sie nicht. Da ist sie, genau. Gib mir die Karten, die anderen Karten. So, danke dir. Wir machen es nochmal spannend. Und lassen sie einfliegen, wie bei einer PowerPoint-Präsentation. So, hier ist sie. Da ist ja viel zu sehen. Ja, hier sind wieder schon viele Dinge mit Farben dargestellt, koloriert. Und man sieht schon die Tierkreiszeichen, die in den vier Ecken dargestellt sind, die beginnen schon sich zu manifestieren. Man sieht aber auch das wohlwollende und das eher destruktive Element, nämlich oben und unten. Und man sieht auch sehr schön das Wort, also Tarot dargestellt. Und vielleicht wollte es der Künstler auch, dass wir uns darauf fokussieren, in den Mittelpunkt zu gucken, denn der ist voll bunt dargestellt. Ja, also die 10 spricht ja davon, dass sich jetzt die Dinge drehen. Hm. Wir sind auch immer noch in der Sommersonnenwende-Energie, sind gerade dabei, uns neu auszurichten, vielleicht ein bisschen zu chillen, aber dann auch wieder in die Zukunft zu gehen. Und hier geht es ja ums Werden, Sein und Vergehen. Hm. Im Augenblick scheint es viel sehr wichtig zu sein, und nicht unbedingt neue Pläne gleich zu machen, aber für mich steht die Karte auch dafür, dass wir einfach in einer wirklich sich rasant verändernden Welt sind und wir einfach auch ab und zu mal eine Ruhepause brauchen, um das alles durchzuhalten, oder? Ja, eben das Vergehen von der Energie, ne? Dass du eben permanent auf Start und Go und Gas gehen bist, sondern dass du auch mal die Kupplung trittst, die Verbindung zwischen Motor und Antriebsräder unterbrichst und so die Möglichkeit hast zu rollen, zu sliden und eben Energie anders auch zu nutzen. Ja, sehr schön. Ihr Lieben, wir werden auf jeden Fall nächste Woche versuchen, noch mal live zu gehen. Also für morgen ist auch wieder ein Live in der mantischen Mittagspause geplant und auch Kurt und ich wollen gerne noch mal live gehen. Wenn das nicht klappt, wenn wir irgendwie nicht erscheinen, dann liegt es wirklich daran, dass wir hier mit der Technik kämpfen. Wir arbeiten auf Hochtouren, dieses Problem zu lösen. Aber ja, wenn es was nicht geht, geht nicht. Wir werden euch trotzdem auf dem Laufenden halten. Wir haben ja dafür unsere coole Community. Auch das Live mit Christopher, was ich heute Morgen machen wollte, hat leider nicht geklappt. Wir verschieben das auf den 24. Juli. Und du gehst ja demnächst auch wieder mit Christopher live, oder? Ja, geplant ist es. Ich hoffe, dass das bei mir funktioniert. Wir werden sehen. Und sollte es nicht funktionieren, werdet ihr auch hier informiert. Alles klar. Dann würde ich sagen... In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei seid, dass ihr unsere Videos guckt, dass ihr uns liked, dass ihr uns Hinweise gebt. Unser Hinweis noch an all die, die es noch nicht getan haben. Schaltet die Glocke ein, damit ihr nichts verpasst. Liked uns, gebt uns Feedback,
Wir freuen uns darüber. Wir versuchen uns dieses Feedback auch dann zu Herzen zu nehmen und umzusetzen. In diesem Sinne, danke jetzt schon für eure Treue, für euer bei uns sein und vergesst bitte nie, negativ ist das neue positiv und never give up. Indeed.